Das Jubiläumsprogramm zum 50-jährigen Geburtstag vom Gartenbad Aesch hat dem Wetter erfolgreich getrotzt und scharenweise Zuschauerinnen und Zuschauer zur Bühne im Schwimmbad gelockt. Wir haben ein paar Perlen rausgepickt. So zum Beispiel das Konzert von Stiller Haas. 4000 Steine vom Vorjahr noch, geht doch nach Moskau oder hey, vom Vorjahr noch. Jetzt hört mal auf, sie ist Polizei, vom Vorjahr noch. Wer hier nicht will, der steht allein, vom Vorjahr noch. Vom Vorjahr. 4000 Steine. Fahren auf der Aare, 4000 Steine. Für cineastische Leckerbissen hat das Gässli Filmfestival gesorgt. Wie ist es zu diesem Engagement gekommen? Ich bin selber zuerst aufgewachsen. Ich bin nach einem langen Jahr im Ausland als Medienschaffender dann vor drei Jahren, wieder zurückgekommen und dann hier nach Aesch in die Heimat und inzwischen auch beim Gässli Filmfestival tätig. Und irgendwie hat sich das umgesprochen und da hat die Gemeinde uns dann angefragt, ob wir nicht Kurzfilm üben oder etwas zum Thema Film machen wollen über den Sommer. Zuerst mal haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir da bei der Gemeinde Aesch etwas zeigen und auch so ein bisschen von unserem Festivalrepertoire so ein bisschen einen Einblick geben. Und dann sind wir im Team zusammengehockt und haben gedacht, ja, was könnte dann auch die Leute regional inspirieren? Und dann sind wir so ein bisschen durch unsere Filme durchgegangen. Und natürlich ist auch so ein bisschen in unserer Philosophie immer der Nachwuchs, den wir fördern wollen. Und das ist natürlich die ideale Möglichkeit, um auch Gewinnerfilme von den letzten Jahren noch mal zu zeigen, um auch die Leute, die Gewinner noch mal da vor Ort einladen, die auch im Rahmen von einem schönen Q&A ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben können und so ein bisschen die ganzen Erfahrungen teilen. Die Musik von Neuhaus hat eine magische Faszination ausgeübt. Was bedeutet es für einen Künstler und für das Team, hier in Aesch aufzutreten? Es ist sehr, sehr schön. Es ist wunderbar, super Atmosphäre, wunderbare Stimmung. Wir haben mega Glück, dass es wunderbares Wetter ist. Die Leute sitzen auf den Stühlen, die hier im Hintergrund sind. Und ich hoffe, sie können es richtig geniessen. Das bedeutet vor allem, endlich wieder mal arbeiten in unserem Beruf. Und ja. Es macht Freude, wieder einmal eine Bühne zu haben, wieder einmal wirklich das, was wir eigentlich leben, dafür zu machen. Doch mir dämmert etwas. Ich möchte zunächst mal einen Herrn im Publikum begrüßen, der sich vielleicht viel zu sicher fühlt, der gleichzeitig... Und das war ein Auftritt aus einer anderen Welt. Auch wenn du jetzt wegschaust. Oh, das ist sogar ein Herr von der Gemeinde. Von der Gemeinde Aesch, ich erkenne es hier am Namensschildchen, kannst du kurz aufstehen und stellvertretend für die ganze Gemeinde den Applaus entgegennehmen. Danke, dass wir hier sein können. Das Wasserfest von Oropax hat rundum für vierte Augen gesorgt. Doch endlich! Halt ein, oh Bruder! Und Tolkiener Recke, du weißt, dass ich fürwahr vom Torso erschrecke. Mein druckvoller Körper zählt Lenze und ja, sagt nein. Doch viel lieber wäre mir ein. Ja! Ist ja toll. Also, Mann, da haben wir praktisch schon alle kennengelernt. Jemanden von der Gemeinde, den Gärtner von dieser Buddy. Jetzt fehlt uns nur noch diese Hälfte des Publikums. Aber der Abend ist lang und glaubt mir, er wird euch noch länger vorkommen. Ich bin keine Nixsee. Ich bin ein Fisch, den es nur in Dranach gibt. Ich bin ein Anthroposophisch.
Farbig, vielfältig, traumhaft schön und urkomisch sind die Anlässe zum Jubiläumsjahr gewesen. Trotz dem nassen Wetter sind sie nicht ins Wasser gefallen. Einen gibt es am 23. August. Dann gibt es einen Livestream vom aktuellen Gässle Film Festival in der Badi von Asch. Bei Gott. Also das würde ich tun. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Um das Jubiläumsjahr und ums Gartenbad gehen auch die nächsten Events in diesem Beitrag. Einerseits stehen im Bad verteilt 7 Tafeln mit Bildern und Anekdoten aus der 50-jährigen Geschichte vom Schwimmbad. Andererseits gibt es am Sonntag, am 22. August, ein Plauschvolleyballturnier, das von Smash Pfäffigen organisiert wird. Gespielt wird im 4x4-Modus. Das Turnier dauert vom 13:30 bis um 6 Uhr oben. Grosses zeichnet sich oft schon früher ab. So auch in Asch. Im kommenden Jahr wird Tour de Suisse durch die Nordwestschweiz rasen und in Asch bei Gott Halt machen. An einem Presseanlass im Juni ist bereits eine provisorische Ziellinie gelegt worden und eine Gruppe von Ascher Primarschulkindern haben schon mal vorgemacht, wie es nächstes Jahr mit den Profi-Velorennfahrern wird aussehen. Dass Asch bei Gott ein Etappenort der Tour de Suisse wird, hat viel mit der Primeo Energie zu tun. Vor 4 Jahren haben wir den Namen gewechselt, von EBM zu Primeo Energie. Wir wollen den Bekanntheitsgrad erhöhen und wir wollen auch hier in der Region natürlich etwas für die Bevölkerung zurückbringen. Radsport ist eine der Möglichkeiten, Tour de Suisse, wie wir schweizweit den Bekanntheitsgrad erhöhen mit Sponsoring. Und mit diesem Sponsoring haben wir es natürlich auch geschafft, dass wir einen Etappenort hier in die Region bringen, nächstes Jahr auf Asch im Rahmen von unserem 125-Jahr-Jubiläum. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Mehrere Gemeinden sind angefragt worden. Asch hat sofort gesagt, das würden sie sehr gerne machen. Sie haben sich bereit erklärt und sind natürlich auch geeignet vom Standort her und von den Möglichkeiten, die sie hier haben, rings ums Schulhaus herum, dass man hier einen Etappenort machen kann mit Zieleinfahrt und auch Start am Morgen. Was bedeutet das für Asch? Und welche Arbeiten kommen auf das Organisationskomitee zu? Das ist natürlich für die Attraktivität von Asch bedeutet das sehr viel. Wir finden es toll, dass wir unser Dorf hier auch präsentieren dürfen. Und darum freuen wir uns auch sehr drauf. Als erstes werden wir mit der Tour de Suisse Organisatoren schauen, wo sind die Schnittstellen, was machen sie, was machen wir. Dann werden wir uns zusammenfinden und einfach Rhythmus aufbauen von unseren Sitzungen, die wir in diesem Jahr arbeiten werden. Das Ziel wird sein, dass wir wirklich frei anfangen, schon früh viel gemacht haben, damit wir hinten raus nicht in Druck kommen. Wir werden schauen, dass wir eben ein tolles Fest organisieren können mit vielen Ständen, Essen, Trinken, Firmen, die sich zeigen können, Tombola, was auch immer. Dass es wirklich ein Erfolgsfest gibt. Und aber auch können die Tour de Suisse Organisatoren unterstützen mit der Routenplanung, mit Absperren etc. Dass es einfach auch für die Organisation und die Fahrer ein tolles Zielankunft hier wird in Asch. Wie wird die Route von der Tour de Suisse zusammengestellt? Ja, es ist ein Puzzle am Schluss. Aber wir fangen da mit nur 2-3 Stückchen und müssen die Teile selber zusammenstellen, zusammen suchen auch. Es ist eigentlich so, dass wir jedes Jahr ein paar Etappenorte haben, die sich bei uns melden, wo wollen Etappenorte sein. Das sind zum Teil Tourismusorte, das sind zum Teil Gemeinden, wo der Veloclub zum Beispiel ein 100-Jahr-Jubiläum hat oder es einen anderen Anlass gibt. Und so können wir so zwischen 60% und 80% von den Etappen zusammenstellen. Und dann gehen wir noch aktiv auf die Suche von diesen Puzzleteilen, die dann eben noch fehlen, um eine Tour können, eine schöne Tour zu machen, wo sage jetzt, geografisch sinnvoll ist, wo aber auch sportlich dann zusammenpasst, dass es am Schluss eine spannende Tour gibt und dass wir eben erst am letzten Tag wissen, wer die Tour des Suisse gewinnt und nicht schon am ersten. Es ist nicht einfach, es ist aber auch eine sehr spannende Aufgabe, jedes Jahr wieder eine Tour zusammenzustellen, dass man sagen kann, doch, da gibt es eine gute Tour, es gibt eine schöne Tour und sie zeigt vor allem auch die Schweiz. Oder wir wollen nicht nur die Städte nachfahren, wir wollen nicht nur den Tourismusort nachfahren, sondern wir wollen eben auch Gemeinden, wir wollen auf dem Land sein, wir wollen mal in der Stadt sein. Und da zusammenzustellen ist spannend, aber eine von den Herausforderungen, die wir haben. Ja.